Jo, hi zurück zu Burning Rose. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass hier die Schwester von ihr ist. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier an den Schlüssel kommen. Aber das Ganze möglichst unauffällig. Einen richtig niceen Überblick haben wir noch nicht. Guck mal hier. Nicht entdeckt. Noch nicht. Wo ist denn mein Kumpel? Ich geb dir Deckung. Sie sind wohl immer noch. Ach, das ist Jimmy, oder? Wenn wir das Zeug brauchen. Okay. Schlüssel ist natürlich nice, aber... Ich reiß dich in Stücke! Junge! Besser mit einer Fernwaffe. Alter, nicht schlecht. Okay. Wo ist denn meine Kollegin? Alter, hier die Mitte ist ganz schön Dangerus. Schnell mal runter. So, dann mal einzeln. Wen haben wir denn da hinten? Okay, ich dachte, die hätten wir schon längst weg. Aber jetzt... Noch weg. Wo ist der Typ mit der Raygun? Junge, du müsstest jetzt aber schon mal drauf gewesen sein. Er sitzt irgendwo da oben, ne? Ah, da kommt er. Nicht schlecht. Wo bist du? Mein Häschen da. Absolut. Meine Schwester so richtig am Haken. Wie kann sie so blind sein? Naja. So, ich will immer noch Dinos nach Zahlen, oder wie es denn hieß.
Kriegen wir aber wahrscheinlich so leicht nicht geknackt. Waffenlager, mal kurz gucken, wo die hier über rumgerannt sind. Mehr ist nicht, okay. Interessant. Ich sehe keinen Weg zu dir. Ja, brauchst du auch nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier ein bisschen rum. So, hier ist wieder die Knarre, das heißt, wir gehen zum Waffenlager, okay? So leicht nicht, ne? So mal eben nicht, aber vielleicht von hier ranspringen oder so? Nein. Die Tür ist schon spannend, ne? Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, okay, wir wollen zum Waffenlager. Alles klar. Ja, aber da müssen wir da hinten raus. Wir haben uns doch hier reingeschlichen. Wo waren das? Mal kurz gucken. Wir hier durch die Mitte gekommen. Kann nicht sein. Oh. Mhm. Achso, hier, sorry. Ahnen, das hier ist das reinste Labyrinth. So ist es. So, wir sind einmal hier durch und raus. Okay, genau, wir sind von der anderen Seite rein, aber wir wollen zum Waffenlager. Und hier ist noch ein Fragezeichen, das kann nicht sein. Wir waren doch schon überall. Mal eben kurz dahin, oder? Okay, dann halt nicht.
Oder zumindest mal nicht so. Dir das mal an. Ich warte hier und halt die Augen auf. Okay. Was war da Lüftung, was? Aufmachen. Schon mal nice. Ja, und jetzt wieder raus. Da oben, okay. Figur. Mhm. Scheint Teil eines Satzes zu sein. Und Daten sind auch noch dabei. Könnte mit den Konsolen im Zentrum des Parks zusammenhängen. Oh, nice. Zeig mal. Ah, schließe die Dinosaurier-Quest ab. Okay. Und Datenpack. So, dann zeig doch mal. Wie kriegen wir das raus? Warte mal, Daten. Komm. Sammelobjekte. Wow, okay, wir müssen die alle rausfinden. Mist, okay. Eine alte Figur, die ist das. Mit 785 verschiedenen Reaktionen ausgestattet. Okay. 785, sehr nice. Damit könnte man schon mal eine beantworten. Also Dinos nach Zahlen kriegt man nur so hin. Okay. Und ich glaube, ich habe nur eine einzige andere Figur als Hinweis irgendwo so gesehen. Da bist du ja. Schon vermisst? Ha, gehen wir weiter. Okay, aber das heißt ja dann eben, dass das nicht hier zu knacken ist, sondern wir müssen Zeug sammeln und das dann irgendwann mal hier abliefern. Okay, das ist aber nice. Willkommen zurück bei Dinos in Zahlen. Und die nächste Frage ist, wie viele Portale wurden während des Portal-Pandemoniums aufgesprengt? Ich sollte wiederkommen, wenn ich mehr weiß. Keine Ahnung. Ding, ding, ding! Richtig! Für die richtigen Antworten bekommt man ein Hologramm? Schreck. Was passiert, wenn man alle fünf hat? Schätze, das müssen wir herausfinden. Genau. So, das heißt, die anderen Figuren müssen wir herausfinden. Also das war jetzt die Antwort für das Ding, wo der Datenspeicher drauf liegt. So, aber wir haben jetzt kurz noch. Wir haben, das ist gegenüber, ne? Den Schlüssel fürs Waffenlager und da gehen wir jetzt mal hin. Das heißt aber echt, dass wir hier Dinos nachzahlen oder Dinos entzahlen, müssen wir echt die ganzen kleinen Figuren finden. Oh, moin Meister. Ja, da war doch was. Du mich? Dinos in Zahlen. Diese Quellen haben es echt auf mich abgesehen. Und sie sind fit. Ich töte immer. Oh, was haben wir hier? Burn, Junge. Und du auch. So,
Hä? Ich denke, das ist... Okay. Wir wollen doch nicht in die Mitte. Ach, Leute. Ach so, weil ich die Quest ausgewählt habe, ne? Okay, sorry. Hauptquest. Ja, alles klar. So, und wir wollen eigentlich zum Waffenlager. Ach, das ist doch irgendwo hier. Ja, genau. Und ein bisschen abbiegen. Dinos in Zahlen. Und ich dachte, es könnte nicht seltsamer werden. Dann mal auf mit der Tür. Schling. Sehr nice. Hatten wir das Ding gescannt hier? Ja, ne? Das hatten wir. Sonst hätten wir gar nicht gewusst, dass es hier so lang geht. Genau. Okay. Sehen wir uns um. Vielleicht ist hier etwas, das uns hilft, in den Vulkan zu kommen. Garantiert. Ein krasses Ding, Junge. Okay, mal ausprobieren. Zenith-Technologie. Sieht wie eine Art Speichergerät aus. Aber wofür? Mal sehen, was mein Fokus uns sagt. Dann mal los. Gläser. Für ein Experiment? Oder nur um Proben zu nehmen? Eine Flüssigkeit. Oh, riecht streng. Ich rieche es bis hier. Wie Alkohol, der zu stark zum Trinken ist. Vielleicht ein Konservierungsmittel? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es einfach nicht. So, was haben wir noch nicht gescannt? Das Ding da drüben, ne? Mhm. Hier wird angedeutet, dass Haare von den Quen gesammelt wurden. Und Nagelabschnitte. Eklig. Was hast du rausgefunden? Ich glaube, Laundra sammelt und konserviert DNA-Proben der Quen in diesem Gerät. DNA? Sowas wie ein Speicher für die physische Essenz. Desoxyribonukleinsäure. Ich schicke dir später Daten darüber. So, komm. Okay, schätze ich. Dann mal weiter. Kann auch jetzt Türen aufmachen. Nice. Schling. Oh shit. So, wieso haben wir so ein Ding? Okay, brauchen wir nicht. Oh. Oh, raus aus dem Waffenlager, meinetwegen. Oh, nice. Aber die Konsole könnte nützlich sein. Ist schon klar. Um die Tür aufzukriegen. Alter, was haben die hier gemacht?
Okay, Battery. Lassen Sie mich noch nichts machen, ne? Okay, erstmal Konsole checken. Hier ist ein Netzwerk, aber es ist gesperrt. Vielleicht kriege ich Zugriff, wenn ich den Strom kurz aus- und anschalte. Ja, wie immer, ne? Einfach mal. Oh, Kurzschluss. Ich brauche wohl einen neuen Akku. Nice. Nimm den mal raus. Wie können wir den ablegen? So, okay. Na gut. Dass sie noch nie ihre Klinge abgebrochen hat, ne? Das wundert mich einfach. Darf jetzt wieder raufgehen? Kriegen wir hier irgendwo eine Batterie her? Wo denn? Okay, das wird nicht aufgehen, ne. Dafür brauchen wir Strom. Okay. Digi, was für ein Labyrinth. Okay, noch eine Tür, die nicht aufgeht. Okay, Das hier sieht aus wie... Wie? Na, wie? Für einige der Quen? Man weiß es nicht. Was klingelt und glitzert hier? So das Ding an der Seite, okay. Geht nicht auf. Braucht ein Batterie, Junge. Das hier sieht doch hart nach Batterie aus, ne? Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belger, die ihre Mami im Park verloren. Alter, ja, ist schon klar. So, mein Junge, hier muss doch eine Batterie sein. Da liegt meine alte. Oder? Kann ich das kaputt machen? Hey, geh weg! Nein, das kann ich nicht kaputt machen. Okay, aber hier ist zumindest mal schon nicht so schlecht. Kurz gucken. Das ist kaputt, da kann ich rein, oder? Lass mich rein, bitte! Okay, die Tür geht aber nicht auf, ne? Nee. Nicht, dass ich hier... So, das heißt, wir können nur das Ding da wegziehen. Aus einem anderen Winkel versuchen. Von da hinten wahrscheinlich. Wie komme ich denn da rein? Komm schon. Okay. Also springen bringt nichts. Ja, okay. Also der andere Winkel kann ja auch dann eben nur durch dieses Fensterchen sein. Und das heißt, wir müssen irgendwo hier ganz hinten stehen und dann muss das aber irgendwie klappen, oder? Ist gut. Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. Quatsch, das stimmt doch nicht. Guck mal, was er bringt. Stimmt einfach nicht. Okay, da ist dein Akku. Hintragen. Wie läuft das bei dir? Super. Ich glaube, ich weiß, wie ich in die Systeme der Anlage komme. Aber erstmal brauche ich wieder Strom. Ja, erstmal müssen Sie wissen, wie wir da hinkommen. Aber grüß dich nicht. So, sag mal kurz, wo der Strom muss. Da hinten ist er. Ja.
Also gut, der Akku ist bereit. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Schling. Also gut, Strom ist da. Ich hoffe, das setzt das Netzwerk zurück. Hey, die Tür ging gerade auf. Ich komme zu dir. Der Apfel ist an der Orange. Antworte. Was ist das? Antworte. Der Vogel ist ein Fisch. Antworte. Wenn das Kabel hier zur Konsole geht, dann muss ich auch hier irgendwas machen können. Das Dreieck ist ein Quadrat. Antworte. Das ergibt keinen Sinn. Er will nicht, dass die Quen selbstständig denken. Ich habe das Gefühl, das ist MOP. Oh nein. Er manipuliert sie. Antworten, als gehorchen. Wir müssen ihn aufhalten. Aloy, die anderen Mitglieder von Farzeneth ausgeschaltet hat. Oh, das ist nicht gut. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja, dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Londra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay, wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Londra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen. Und unterzieht sie dem MOP, dieser Art Gehirnwäsche. Aber andere, wie Sakers Schwester, scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Okay. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen. Und sie mit Hilfe der gespeicherten Quen-DNA bevölkern. Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein Gefolge. Eine Art Familie, die mit ihm die Kolonie regieren wird. Wie Götter. Ein treffender Vergleich. Nur, dass nur Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von ihnen MOP einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich weiß sehr genau, wie so etwas ist. Puh. Na, erzähl mal irgendwas. Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja. Aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52%, meine Unbeschwertheit bei 63%, während sie gestern bei 47% und 72% lagen. Allein in den letzten 7 Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Was genau ist MOP? Kann Londra wirklich Gedanken kontrollieren? Walters Unternehmen fördert Edelmetalle auf erdnahen Objekten. Es gab Bedenken, dass solche Asteroiden in den falschen Händen als Geschosse aus der Umlaufbahn genutzt werden könnten. Das Meuterei-Unterdrückungsprotokoll war ursprünglich eine Sicherheitsvorkehrung, um Astronauten an genau so etwas zu hindern. Jedoch wurde das Programm abgebrochen, da die Probanden zunehmend aggressives Verhalten zeigten. Als wir hier ankamen, reaktivierte er das Programm, verfeinerte es und testete es an den Quen. Und gegen die Testpersonen haben wir wohl gekämpft. Ja,
Wegen ihrer aggressiven Tendenzen sind sie nützliche Wachen und Vollstrecker. Nun aber wird Walters Gefolge, seine Lieblinge, dem verfeinerten Verfahren unterzogen, das sie unterwürfig, aber nicht irrational aggressiv macht. Bekam Kina schon eine Gehirnwäsche? Nein. Wir können sie noch vor diesem Schicksal bewahren. Puh, echt. Laundra befragt also die Quen, um sein Gefolge auszusuchen, und die helfen ihm, seine neue Kolonie zu regieren? Er nennt es Vorsprechen. Er will Gefährten auswählen, die ihn an Mitglieder seines inneren Kreises im 21. Jahrhundert erinnern. Dabei will er aber alte Fehler nicht wiederholen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn mal verraten. Deswegen, nehme ich an, ist er so darauf bedacht, MOP zu nutzen, um alle um ihn herum zu kontrollieren. Also will er treue Freunde, die bloß nicht selbstständig denken sollen. Und Kina soll bald zu diesem Gefolge gehören? Richtig. Und das in der wichtigsten Rolle. Der von Walters Partnerin. Er sucht eine, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Okay. Eine Schauspielerin. Er lässt Kandidatinnen sogar Zeilen aus einer ihrer bekanntesten Holos vortragen. Ich glaube, mir wird schlecht. Ja. Puh, echt fies, ne? Kannst du mir was Nützliches über Nemesis sagen? Leider nicht. Walter sperrt diese Dateien. Das liegt wohl daran, dass ich wie Nemesis eine künstliche Intelligenz bin. Ja, nicht, dass du neue Tricks lernst. Er hat immer Angst vor Verrat in jeglicher Form. Du sagtest, du hilfst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war 1000 Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja. Bitte, lass mich ruhen. Na gut. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Seeverteidigung der Einrichtung deaktiviert, falls ihr Zugang benötigt. Nice. Danke. Und mach's gut. Endlich. Ich bin frei. Laundra verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. Ja, aber ich würde echt vorschlagen, also die Tür aufgemacht, diese Tür hier irgendwo, wo war die denn? Wo war denn Sue, das Ding hier? Oh, warte mal, hier glitzert es ja noch. Schöner Brimglanz. Wir gehen hier oben raus, oder? Das ist der Witz. Weil die Tür hier war ja zu. Genau. Okay, cool. Wollen wir nur raus? Ja, wir wollen nur raus. Es hat London nicht gereicht, ein Schiff zu bauen, das Tausende auslöscht, wenn es startet. Er möchte über seine gehirngewaschene Welt herrschen, wie ein Gott. Wir müssen ihn aufhalten und meine Schwester retten, bevor es zu spät ist. Ich bin froh, dass du hier bist, Aloy. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich möchte nirgendwo anders sein. Okay, ich würde sagen, wir können natürlich in den Vulkan rein, aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal, okay? Also, mehr gibt's dann beim nächsten Mal. Ciao!